Wir haben über den Fach. Geil, der Typ, Alter, geil! Fuck you all. Deutschlands größter Landschneckenverkäufer. Wow! Gönn gern das Thema. Ich hab eine Riesengurke. Schnick, schnack, schnuck. Meine Damen und Herren, jetzt wird es zum ersten Mal gefährlich. Das finde ich persönlich auch gut. All the way from TikTok, hier ist Konrad Rea und seine Viechers. Hallo. Hi. Das ist Koda. Hallo, ja. Koda. Hallo. Ding dabei. Da wäre jetzt. Du, ne? Ja, du bist Koda. Ja. Sie auch. Sie auch, ja. Sehr gut. Okay, und also, da will er das alles zeigen, Klaas, was er alles so noch dabei hat. Das also, du hast das jetzt, genau das sehe ich ja, das ist eine Schlange, ne? Ja. Und die, du bist das dein Ding, oder wie? Oder? Das ist mein Ding, ich beschäftige mich mit sehr vielen Tieren. Okay. Da hoch oder hier? Ne, hier. Genau da zu den, also die zwei Plätze da. Okay, dann. Ja. So. Wie geht's dir? Ah, ich hab die Schlange schon wieder vergessen. Ey. Was hast du denn alles dabei? Erzähl doch mal. Also Spinnen habe ich dabei. Ja. Die Schlange ist ja schwer zu übersehen. Ja, vor denen habe ich nicht so Angst, aber irgendwie, wenn man die kurz vergisst und dann fällt die einem wieder ein, das ist dann nicht so ein. Das ist schon was, ne? Ja, naja, die, aber das ist eine Würgeschlange, ne? Ja, gib mal her. Also bei Schlangen denke ich mir jetzt, naja, okay. Ich habe also eine mal gefangen gefangen? Thailand mal, ja. Eine lange Geschichte. Ja. So. Das Knopfauge. Okay. Knopfauge heißt die? Okay, und was kann die? Das ist eine Würgeschlange, merke ich hier. Das ist eine Würgeschlange, ja. So, okay. So, also gut, Knopfauge, die ist jetzt erstmal okay drauf. Was hat, jetzt zeig doch mal nochmal die andere. Jetzt langsam entwickle ich ein sogenanntes Interesse. Interesse daran? Ja, ja, okay. Also Knopfauge, ja? Müsste ich dafür erstmal weg. Ja, okay. Ja. So. Was hast du denn jetzt noch? Sag mal. Also da sind Spinnen, aber was für welche sind das? So. Perfekt. So, also das sind Spinnen hier, ne? Ja, genau. Also ich habe hier Spinnen mitgebracht, da habe ich noch einen Hundertfüßer mitgebracht. Uah, die finde ich eklig. Ja, die sind nicht so lecker. Also hier haben wir Kiki Harald Riese Level 9. Vielen Dank an meine Community für diesen. Ist das eine Spinne oder ein Pokémon? Das ist ein Name. Ich habe sogar überlegt heute, dass du. Also ich fange mit Shadow an und bei der lieben Ginger, da würdest du einmal die Zähne streicheln. Also ja, ist doch gar kein Problem. Also wenn jetzt Jakob rüberkommt, kann er die einfach auf die Hand nehmen, oder wie? Ja, stimmt, der ist ein bisschen weit weg, ne? Den könnten wir eigentlich. Komm mal her, Jakob, komm mal zu uns. Jakob, nein. Komm mal rüber, jetzt zieh dich nicht so, wir haben nicht so viel Zeit. Jetzt, dieses Theaterstück von nein, doch, habe ich keinen Bock. Jetzt komm. Oh. Oh, nee. Jakob! Nein. Ich nehme die und dann gebe ich die ihm rüber. Zum Beispiel. Ja? Also ich fange einfach mal an. Ja. Das ist doch deine Überraschung. Oh nee, ey. Oh. So. Hier haben wir den lieben Shadow. Ja. Oh, nee, Klaas, dann kann ich dir solche Leute nicht mehr einladen. Das geht dann nicht. Vielleicht ist das ja auch der Sinn. Oh nee, das kann ich nicht. Nee, das will ich auch nicht. Nee. Ich gebe ihm. Nein. Ich will das nicht. Nein, nein, nein. Gib mal her. Ich habe gehört, die Zuschauer wollen auch mal. Ja. Nee, das kann ich nicht. Nee, das will ich auch nicht. Nee, ja. Nee, nee. Okay, komm mal her. Nee, nein. Darf ich da rübergehen oder kann der irgendwas? Wir können das ganz langsam machen. Also nee, du kriegst nicht. Ich kann ganz vorsichtig. Klar, okay, das geht nicht. Ich kann nicht anfassen. Ich muss da durch oder wie? Nee, ich wollte da mal hingehen. Nein, das geht wirklich nicht. Nein, das geht nicht. Wo will er denn hin? Geh mal runter. Ich muss ihn noch auf die, sonst kann ich den noch viele Menschen haben Angst, wenn die Spinnen nicht mehr sehen, aber das ist eigentlich auch kein Problem. Nee, das stört mich nicht. Ich will die nur zu ihm rübergehen. Nee, ich möchte das nicht. Oh, kann die springen? Die hat mal früher gesprungen. Die ist mal gesprungen, aber mittlerweile macht die das nicht mehr. War ein Hobby eine Zeit lang, aber. Nee, das geht wirklich nicht. So. Nein. Jakob, soll ich dir nicht lieber helfen? Nein. Gib deine Hand her, jetzt. Nee, ich will nicht auf mir drauf haben. Das doch, geht eine nicht. Hand. Nein. Die Hand. Nein. Du bist wie Kai Pflaume beim Turmspringen, weißt du das noch? Nein, ich will. Boah, wir machen das so. Mach die Hand mal hier drauf, Jakob. Das dauert jetzt zu lange, aber ich kann das erzählen. Pack die mal hier drauf, Jan. Oh nee, der darf nicht bei mir so. Nein, das wird nicht passieren. Pack mal hier drauf. Mach die Hand drauf. Ist das fies. Ich hol die direkt ab. Einmal hier so, perfekt. Oh, bitte wär das wieder weg. Das reicht. Krass, ja. Sehr gut. Okay.
Ja, so. Wie kann man so abgezockt sein wie du, Klaas? Das gibt's doch gar nicht. Naja, gut, aber die macht ja nur auch nichts. Wenn ich jetzt weiß, sie ist jetzt nicht gefährlich, ist mir das auch egal. Die kann Kommandos. Wie, die kann Kommandos? Müssen wir sehen. Wie, Kommandos? Du hast sie trainiert? Ich zeig euch das mal. Ich dachte, die hören nichts. Das, nee, tun die auch nicht. Die Magie läuft ein bisschen anders ab. Aber, einen Moment. So, Shadow. Stopp. Pfötchen. Dankeschön. Oh. Oh. Okay, dann hat die jetzt Feierabend, ne? Ja. Das ist ein bisschen in den Terrarien. So. Und sag mal, findet die das nicht schlimm, wenn die so auf der Hand rumlaufen soll und so? Nö. Also es kommt auf die Spinne an. Also ich würde sogar behaupten, dass Spinnen einen Charakter haben. Ja. Also so ein kleines Wesen. Mhm. Und einige finden das okay, einige nicht. Einige gewöhnen sich daran, einige hassen Menschen für immer. So. Ja. Aber das sind alles, die sind unsere Freunde. Ja, das ist mein kleines Baby. Also ich habe ja verschiedene Lieblinge, die ich auf meinen Social Media zeige. Ja. Und das ist Ginger. Das ist meine absolute Lieblingsspinne. Da dürfen die anderen aber nicht hören. Ah, die hören ja nichts. Ja. Ja, du kriegst sie einmal und bei der würdest du gleich einmal auch die Zähne streicheln. Welches, wo ist denn vorne? Da ist vorne. Ah, ja, okay. Da ist hier? Ja, na, ich mach dir das. Ja? Ich nehme die einmal. Ich will ganz vorsichtig sein. Ja, muss man auch. Das sind so sehr zärtliche Tierchen. Ja. Ich mach mal so. Wo ist die Kamera? Ich habe hier eine. So, guck mal. Ja, guck mal, hier, da würdest du einmal die Zähne streicheln. Siehst du das? Ja. Mach das mal. Perfekt. Ja. Ja, Mann. Jetzt kannst du sagen, du hast die Zähne einer Spinne gestreichelt. Ja, das erzähle ich jetzt rum. Ist doch nichts Normales. Ja, auf dem Schulhof da. Was oh, ich kann nicht mehr stehen, Klaas. Ich gehe wieder. Ich will mich wieder setzen. Ich habe zittrige Beine. Dann gehen wir wieder, ja. Ja. So, okay. So, Ginger. Nun mal wieder ab in den Karton. Ja, ansonsten habe ich hier noch Sonic mitgebracht. Das ist eines der giftigsten Vogelspinnen. Die nehmen wir nicht auf die Hand. Ne? Also ich würde, aber ich erspare dir das. Nee, das lassen wir. Ne? Giftig heißt also nach wie vor giftig. Also man könnte schon im Krankenhaus landen. Also im Notfall. Da habe ich keine Zeit für heute. Nee, ich auch nicht.